Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist mal ein Update zu meinem Affenpullover-Rassismus-Video von H&M. Und zwar hat sich was getan, nämlich die Mutter des Jungen hat sich eingeschaltet und mal gucken, ob die auch ein Social Justice Warrior ist oder mal gucken, wie die reagiert hat. Ja, kommt darüber hinweg, Mutter des H&M-Jungen schaltet sich ein. Wer genau wissen will, worum es geht, zieht euch das erste Video dazu rein, ist unten in der Beschreibung drin und könnte auch rechts am Rand auftauchen. Mit einem umstrittenen Werbefoto löste der Moderiese H&M eine Rassismusdebatte aus. Die Mutter des darauf abgebildeten Jungen kann die Aufregung indes nicht verstehen. Halleluja, ja, Gott sei Dank. Um seine finanzielle Zukunft muss sich der Modeljunge wohl nicht sorgen. Da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Die öffentliche Empörung war groß. Der schwedische Modekonzern H&M veröffentlichte ein Werbefoto, das einen dunkelhäutigen Jungen in einem Kapuzenpulli mit fragwürdiger Aufschrift zeigt. Coolest Monkey in the Jungle stand auf dem Kleidungsstück, eine Aufschrift, die viele Menschen als rassistisch empfinden. Nun schaltet sich die Mutter des Jungen in die kontrovers geführte Debatte ein. Laut der britischen Seite Metro schreibt die Frau namens Terry Mango oder Terry Mango auf Facebook, dass der Pulli nur eines von hunderten Outfits sei, mit denen ihr Sohn gemodelt habe. Gut, das muss es ja jetzt nicht zwangsläufig besser machen, denn wenn eine Aktion von 100 scheiße wäre, dann wäre sie trotzdem scheiße. Aber natürlich rückt das das Ganze in ein anderes Licht, als wenn man jetzt denkt, okay, wir brauchen für den einen Pulli, brauchen wir jetzt ein Bild mit einem schwarzen Jungen. So, was sagt die gute Frau denn? Hört auf, die ganze Zeit zu zetern, das hier ist ein unnötiges Problem, kommt darüber hinweg, heißt es in dem Post weiter, den nur Facebook-Freunde der Stockholmerin einsehen können. In einem weiteren Beitrag betont sie, dass jeder Anspruch auf seine Meinung habe. Den Rassismusvorwurf hält sie dennoch für absurd. Ich verstehe das wirklich nicht, aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil es nicht meine Art zu denken ist. Und genau das haben die meisten bei mir in den Kommentaren auch geschrieben, dass allein diese Art zu denken schon, dass es rassistisch sein könnte, dass das schon das rassistische Problem an sich ist, beziehungsweise dass das schon rassistisches Gedankengut beinhaltet. Das sehe ich größtenteils genauso, weil mir das völlig Rille ist, was der da für einen Pulli anhat. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, wie ich im ersten Video auch erwähne, dass Affe eine tatsächlich stattfindende Diskriminierung oder rassistische Beleidigung von schwarzen Menschen ist, auch heute noch. Und dass es von daher nicht zwangsläufig völlig aus der Luft gegriffen ist, sich da beleidigt zu fühlen oder da zu sagen, na, passt mir irgendwie nicht, fühle ich mich irgendwie komisch mit als schwarze Person, weil es ja eine real stattfindende Beleidigung ist auch heutzutage noch, ja. Und nicht wie heute zum Beispiel das Video mit dem Model hier, Emily schießt mich tot, wie sie heißt, Ratajkowski oder wie sie heißt, ja, wo einfach überhaupt nichts stattfindet, was einfach völlig aus der Luft gegriffen ist, völlig absurd, was gar nichts mit irgendwas zu tun hat. Hier kann man ja zumindest noch sagen, naja, kann man irgendwie nachvollziehen, wenn du halt dein ganzes Leben lang immer mal wieder Affe hörst, dass du das halt da in dem Kontext dann nicht so repräsentiert sehen willst. Was ich von daher optimal gefunden hätte, ist, wenn sich H&M nicht wieder total dämlich und bescheuert entschuldigt hätte, sondern und dass das Foto rausgenommen hätte, was eine Option war, aber was noch besser gewesen wäre, ist mir erst nach meinem letzten Video eingefallen, und zwar, wenn sie einfach das Foto drin gelassen hätten, aber noch einen weißen Jungen daneben in dem gleichen Pulli gestellt. Das hätte ich perfekt gefunden und auch clever und geschickt irgendwie gefunden, weil wer dann noch Rassismus drin sieht, da zeigt sich dann praktisch wirklich das eigene rassistische Gedankenmuster, dass man sagt, naja, bei dem schwarzen Jungen ist es jetzt aber mega rassistisch und bei dem weißen Jungen, der in dem gleichen Pulli da steht, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Trotzdem würde sich natürlich nichts an der immer noch relativ gängigen Beleidigung gegenüber Schwarzen verändern dadurch. Aber meines Erachtens wäre das dann sogar ein ganz gutes Statement gegen Rassismus und gegen diese Beleidigung, so dass H&M da praktisch was Cleveres, Geschicktes auch gegen Rassismus noch im Nachhinein trotz Shitstorm hätte machen können. Da gehe ich allerdings davon aus, dass es damit nicht erledigt gewesen wäre, sondern dass dann der nächste Shitstorm gekommen wäre. Weil nein, das Foto muss einfach rausgenommen werden, weil es ist einfach rassistisch und fertig. So, weiter geht's. Weniger tolerant zeigte sich zuvor der kanadische Sänger The Weeknd. Das hat man im letzten Video auch. Seit ich heute Morgen aufgewacht bin und dieses Foto sah, bin ich schockiert und beschämt. Ich bin tief verletzt und werde nicht mehr mit H&M zusammenarbeiten. Vagina. Vorher war es ihm, wie gesagt, wurscht wegen Kinderarbeit, aber das ist jetzt natürlich weit über seine Grenze. Verlogene, sentimentale Scheiße. Schrieb der Ex-Freund von Selena Gomez. Ja, Glückwunsch, Mädchen, dass du den los bist, in einem Tweet. Und jetzt kommt's, H&M hat sich für das umstrittene Werbemotiv mittlerweile entschuldigt und den Kapuzenpulli aus dem Sortiment genommen. Der Modeljunge ist indes nicht unbedingt auf weitere Jobs bei dem Moderiesen angewiesen. Ne, und jetzt kommt's. Das US-Portal Hip-Hop Overload berichtet, dass ihm der Rapper P. Diddy, was auch immer das heißen soll, P. Diddy, einen Werbevertrag für sein Modelabel Schieß mich tot angeboten hat. Der Deal soll mit 1 Million Dollar dotiert sein. Da frag ich mich jetzt auch, was soll das denn jetzt wieder?
damit, lieber Herr Diddy, machst du meines Erachtens diesen Jungen doch wieder zum Opfer, indem du sagst, oh Gott, ich muss dir hier Reparationszahlungen zukommen lassen, ich muss jetzt dein Leben finanzieren, weil du ja ganz schlimmes Opfer von Rassismus warst. Und außerdem rieche ich da schon wieder so einen schmierigen PR-Gag und guck mal hier, wie toll ich bin. Also reines Virtue Signaling meines Erachtens von P. Diddy. Und ich merke auch gerade, wie es mir schwerfällt, diesen Namen auszusprechen. Ja, früher hieß er Sean Combs, dann hieß er auf einmal, komm hier, Puff Daddy heißt es jetzt. Und das ist dann auch nicht mehr okay. Nein, das heißt jetzt P. Diddy. Ach, so heißt das also. Was für ein bescheuerter, blöder Schwachsinn. Ich heiße jetzt auch nicht mehr Peter Frahm oder Pfrahm, sondern ich heiße jetzt P. Pfiffi. Wer hat Ihnen das gesagt? Hat mir niemand gesagt, das kam einfach raus. Ja, ist doch reines Virtue Signaling meines Erachtens. Ja, mit 1 Million Dollar jetzt dotiert. Lass das Kind doch einfach in Ruhe. Sicherlich wird sich das Kind freuen, aber ist auch die Frage, ob das in dem Alter nicht eher eine Bürde ist, da 1 Million Dollar zu bekommen. Sieht man ja auch an vielen Kinderstars, die dann im Rampenlicht stehen und zu viel Aufmerksamkeit kriegen und damit einfach nicht klarkommen, weil das menschliche Säugetier im unentwickelten Zustand dafür nicht ausgelegt ist. Ja, die meisten drehen dann durch. Von daher ist das die Frage, ob das psychologisch so clever war. Herr Diddy, P. Diddy Hallervorden, Diddy und die Rache der Enterbten. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Ja, das war's fürs Update. Auf jeden Fall Kompliment an die Mutter, dass sie anscheinend noch alle Tassen im Schrank hat. Vielleicht wusste die aber auch schon von diesem Millionendeal und hat dann gesagt, komm, ich find's eigentlich auch rassistisch, aber halte ich jetzt mal die Füße still und krieg ja die Millionen, ist also halb so wild alles, ja. Wäre das nicht gewesen, hätte ich diese Millionen nicht bekommen. Könnte ich mir auch noch vorstellen, aber so, was sie hier geschrieben hat, klingt das für mich authentisch und auch logisch. Und zeigt, wenn es denn wirklich so ist, dass es doch noch Leute gibt, die völlig normal sind. Und viele haben das auch geschrieben, ja, was war denn mit den Eltern von dem Jungen? Warum haben die denn nicht aufgemuckt? Warum müssen denn alle anderen da Rassismus schreien? Der ist doch nicht alleine zu diesem Shooting da gegangen. Das heißt, da wird doch irgendeine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter dabei gewesen sein, der dann gegebenenfalls hätte Stopp sagen können. Da war ich mir allerdings nicht sicher, ob der Junge den Pulli da wirklich anhat. Manchmal meine ich zu beobachten, dass bei so Klamottenlabels oder Klamottenfotos, dass diejenigen da vielleicht irgendeinen Pulli anhaben und das Ganze da drauf gefotoshoppt wird. Ich weiß nicht, ob da wirklich jedes Kind da immer jeden Pulli 100% anhat. Wer da was weiß, gerne mal reinkopieren. Aber das war so meine Vermutung, dass selbst wenn die Mutter dabei gewesen wäre, wer weiß, ob der Junge wirklich genau diese Aufschrift oder diesen Pulli wirklich anhatte oder ob das nicht mit Photoshop teilweise zusammengeschustert wird. Meine ich zumindest, hätte ich schon in verschiedenen Online-Shops gesehen, dass die Leute nicht immer die Klamotten zu 100% wirklich anhaben. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es mit dem Kerl weitergeht, ob das jetzt der Start in die große Karriere war oder ob das ihm eher schaden wird oder ob man nie wieder was davon hört. Ich glaube eher Letzteres. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, alles Gute, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one without a question. Do a cover, subscribe, what's the original? I just told you again, it was subliminal. Guten Tag, guten Tag. Bitte schön, was darf sein? Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites.